Auch dieses Jahr öffnete die WU Wien am Open Day ihre Pforten für alle, die an einem Studium an der größten Wirtschaftsuniversität Europas interessiert sind. Ja, die WU macht schon seit vielen Jahren den Tag der offenen Tür, weil wir Maturantinnen im Speziellen die Möglichkeit geben wollen und Maturanten natürlich die Möglichkeit geben wollen, die Uni im Vorfeld einmal anzuschauen. Ja, die Wirtschaftsuni, die deckt alle meine Interessen ziemlich stark ab und die Fächer, also die Zweige Management und Marketing, das wären einmal meine Favoriten für das Masterstudium und ich hoffe, dass ich heute hier sehr viele Informationen dazu bekommen kann und einen schönen Tag haben werde. Ich bin heute hier, weil mich die WU einfach vom Ruf her sehr interessiert hat und ich jetzt im Moment noch in Deutschland studiere und aber wechsle eben, also überlege hierher zu wechseln. Mich würden internationale Betriebswirtschaftslehre und normale Betriebswirtschaftslehre interessieren. An den verschiedenen Ständen im Library and Learning Center, kurz LC, konnten die Besucher mehr über das abwechslungsreiche Studienangebot der WU erfahren. Ich präsentiere heute die WU Toplik, das Förderprogramm der Wirtschaftsuniversität Wien für die besonders begabten Studienanfänger. Bei uns kann sich jeder, der mit einer ausgezeichneten Matura abgeschlossen hat, bewerben. Wir sind ein Enrichment-Programm, das die Studierenden über die Dauer des Bachelorstudiengangs betreut, das heißt über 6 Semester hinweg. Die Executive Academy bietet natürlich auch direkt für Maturanten Studiengänge an. Das ist unter anderem der Universitätslehrgang Tourismus und Eventmanagement, wo Matura als Voraussetzung ist und ansonsten sehr praxisbezogen, berufsbegleitend studiert werden kann. Ein Highlight des Open Day waren Gruppenführungen, die von WU-Studierenden alle 30 Minuten angeboten wurden. Ich zeige Studieninteressierten an der WU das Library Center, das Learning Center und das Teaching Center. Abgesehen davon erzähle ich noch Studieninteressierten vielleicht über die Eingangsbedingungen auf der WU und sollten Fragen aufkommen zu Prüfungsmodi oder zu Anmeldemodi, dann beantworte ich natürlich auch. Während die Studieninteressierten in einem der den Studierenden zur Verfügung stehenden PC-Räume des Library and Learning Center mit der Fit4WU-Prüfung testen konnten, ob sie für ein Bachelorstudium an der Wirtschaftsuniversität geeignet sind, hatten sie im Festo-Hörsaal und im Audimax des Teaching Center die Gelegenheit, Mustervorlesungen und Vorträgen zu lauschen. Ich präsentiere heute das Studienangebot der WU und gebe den Studieninteressierten die ganzen Tipps und Tricks mit, was sie dann im späteren Studienstart alles erwartet und vor allem stelle Programme näher vor und vor allem ein großes Thema wird sein das Aufnahmeverfahren für das Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Dass gemeinsam mit dem Studiengang Wirtschaftsrecht an der WU Wien eines der beliebtesten Bachelorprogramme Österreichs ist. Dazu bietet die Wirtschaftsuniversität 15 Masterprogramme an, darunter 7 in englischer Sprache. Die derzeit 23.000 Studierenden an der EQUIS-akkreditierten Hochschule finden auf dem neuen Campus exzellente Studienbedingungen vor. Die moderne Architektur sorgte beim Open Day für offene Münder bei den Besuchern und auch seitens der Mitarbeiter ist man stolz auf den Neubau. Schaut wirklich super aus. Also ich weiß nicht, womit man das doch vergleichen kann. Ich habe noch nie eine größere Uni gesehen als die. Das Besondere, dass er im Grünen liegt. Dass es sehr einladend und offen wirkt, auch von außen. Einerseits haben wir das Hörsaalzentrum, wo alle Hörsäle zentral gruppiert sind mit Tageslicht, was wir am alten Campus nicht hatten. Wir haben aber auch Projekträume, die sich die Studierenden mieten können, wenn sie gemeinsam in Teams arbeiten wollen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wir haben 3000 studentische Arbeitsplätze, wo man wirklich toll sowohl in der Bibliothek als auch in den anderen Gebäuden sitzen kann und konzentriert lernen kann mit dem Computer, mit allen Services rundherum. Der Open Day 2014 lockte wieder viele Interessierte an und machte ihnen schon einmal reichlich Appetit auf ein Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien.